Brände, Beule, Menschenhüllen, ziviler Ungehorsam. Gegenstände aus der Form, ohne Funktion. Erwin Wurm will verwirren, verstören, skurril, ironisch. Erwin Wurm ist einfach ein ganz großartiger Künstler, weil er Humor und Witz mit Tiefsinn verbindet. Man wird sich klar, wenn man in Positionen, wie ich mich jetzt gerade befinde, begibt, was Verzwängungen bedeuten, was Verkrampfung und Wiederlösung von Kampf in Hoffnung auf andere Zeiten bedeutet. Also es ist auf jeden Fall etwas, was Erfahrung ermöglicht und das ist hochspannend. One-Minute-Sculptures, so nennt Wurm seine Installationen zum Mitmachen. Grenzen überschreiten, provozieren, sein Markenzeichen. In seinem Hauptquartier stemmt sich der Österreicher gegen Deutschtümelei und Piefigkeit. Selbst der Direktor des Kunstmuseums geht davor auf die Knie. Mit Kopf an die Wand. Mehr Demut. Stirn zum Denken. Mehr Demut, ja, so ist es gut. Jeder fühlt sich ja als Mittelpunkt der Welt, ganz klar. Und von uns aus betrachten wir die Welt. Und trotzdem wissen wir alle, dass wir letztendlich scheitern. Und diese Tragik, das Verhältnis, wir als kleine Wesen zum Weltganzen, zur Geschichte, zur Philosophie, zur Kunst, zu all dem, das ist ja, beinhaltet ja wirklich eine Tragik. Lächerlich jeder Einzelne. Sogar sich selbst sieht Wurm als Gurke. Belanglos das Sein. Der Deutsche Wald hängt kopfüber von der 17 Meter hohen Decke. Tannen, die bei Wurm Fichten heißen, verwirren mit Wow-Effekt. Seit mehr als 20 Jahren versucht er, Skulpturen neu zu denken, zählt damit zu den erfolgreichsten Gegenwartskünstlern. Ich betrachte mich jetzt nicht als politischen Künstler, sondern als politischen Mensch. Und immer wieder fließen quasi Themen, mit denen ich mich beschäftige, auseinandersetze, die mir aufstoßen, die mich stören und so weiter, ein in meine Arbeit und drängen nach vor, drängen nach oben. Fett und aus der Form gegangen, der Currywurstbus, umgebaut von VW-Azubis. Wurms ironisch-kritischer Blick auf einen deformierenden Alltag. Mal was ganz anderes, muss ich mal ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und dann noch dazu, dass die Currywurst hier drin auch noch verkauft wird, das ist noch viel besser. Insofern eine spannende Idee des Künstlers. Und ich finde auch den Ansatz, den der Künstler insgesamt wählt, auch ganz spannend. Currywurst aus dem Kunstobjekt, zum Anbeißen quasi, zum Schmunzeln und Kopf anschalten in Wolfsburg bis September.